Heute freuen wir uns auf eine Partie, die mit Sicherheit einiges zu bieten hat, die es in sich hat. Wir zeigen sie Ihnen live. Bleiben Sie dran. Willkommen zu diesem Spiel heute Abend, liebe Zuschauer. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß. Zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Und man spürt natürlich überall die Vorfreude, die Erwartungshaltung. Endlich geht die Saison los. Es könnte ein Superspiel werden. Jetzt geht sie also endlich wieder los, die Liga. Spieltag 1. Beide Mannschaften haben eine lange Vorbereitung hinter sich. Und auch die Fans erwarten diese Punktspiele. Es kribbelt, keine Frage, Wolf. Endlich geht's rein in die neue Saison. Da sehen wir die Aufstellung. So spielt der Gastgeber heute. Uschi, was sagst du zu Ihrer Formation heute? Ich würde mal behaupten, keine Experimente. Vier hinten, fünf am Mittelfeld und vorne der Alleinunterhalter. Aber der bekommt Unterstützung. Mit dieser Aufstellung geht 1860 München ins heutige Spiel. Sie treten hier heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Die Zuschauerzahlen stimmen, nicht nur heute. Und die Fans freuen sich einfach, dabei zu sein. Und der Stadionbesuch, Wolf, ist auch heute noch was ganz Besonderes. Das merkt man immer wieder. Anpfiff und los geht's. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Und es gibt natürlich Einwurf. Super gelöst. Den Ball hat er. Außen ist Platz. Die Chance hier. Wahnsinn, er hält ihn. Er geht in den Strafraum. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Gibt abseits. Da läuft er einen Moment zu früh los. Steilpass. Ball war nicht ungefährlich, aber abgefangen. Und das ist der Ballverlust. Da passt er auf und hat den Ball. Super dazwischen gegangen. Weiter diese Saison entschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier beim Spielstand. Da ist der Ball weg.
Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Nicht ungefährlich, Steilpass. Die Gäste machen's, da ist das 1:0, da ist der erste Treffer in diesem Derby. Da haben sie allen Grund zur Freude. Das Tor aus kurzer Distanz, hier haben wir noch mal ein Auge drauf, er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Da suchen sie jetzt die Lücke. Geht da rein! Kein Tor! Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Ballverlust. Und die Balleroberung, wichtig. Den Ball holt er sich. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Ball erstmal weg, gute Aktion. Super gehalten eben in der Szene. Was für eine Aktion. Der Ball muss in den 16er. Wir können nichts aus der Flanke machen. Den Ball holt er sich. Gut gemacht. Beide wollen natürlich diesen Ball. Ja, mit viel Übersicht. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gibt Sinn, Applaus. So, Ecke kommt. Gute Kopfballchance, aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt halt nichts mehr rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt, da war kaum mehr rauszuholen. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. So langsam wird es gefährlich. Sie können es machen. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Schaut uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Scheinbar alles im Griff. 2:0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Sonst ist er so stark, aber heute geht nicht so viel. Wirkliche Gefahr strahlt er heute nicht aus. Da haben wir deutlich bessere Auftritte gesehen.
Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Das ist die Chance. Der Pass, stark gemacht. Schöner Alleingang, den schauen wir uns gerne nochmal an. Niemand kann da was machen. Bleibt am Ball, setzt sich wunderbar durch und dann ist das Tor nicht mehr zu verhindern. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Schönes Zuspiel. Was für eine Parade. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Keeper? Sensationell. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Der Ball kommt rein. Härtner. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Schöne Aktion. Was macht er draus? Ball kommt rein. Er macht das Tor. Klasse Kopfball. So ist dieses Tor entstanden. Zunächst kommt die Flanke und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt und der ist am Ende nicht zu halten. Klare Sache hier. Das 4:0 ist schon deutlich. Sie liefern heute, man muss es deutlich sagen, eine schlechte Leistung in diesem Heimspiel ab. Man merkt das auch, von den Tribünen kommt nichts mehr. Ja, das ist eine ganz neue Situation für die Fans hier, Wolf. Die werden normalerweise verwöhnt. Und es scheint mir so, als wüssten sie überhaupt nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. In den Strafraum. Brillant gemacht! Und den Treffer erzielt er trotz Gegenwehr der Verteidigung. Sehr gut gemacht. Da kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualität, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Wieder ein Treffer. 5:0. Das spricht eine deutliche Sprache. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Aber der Ball ist weg. Die Gefahr damit vorüber. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste hier die bessere Mannschaft. Und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig. Die Führung im Moment verdient. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Da haben sie die Chance. Und mit dem Tor verkürzen sie nochmal.
Jetzt ist es doch noch passiert. Ein Gegentor kurz vor Spielende. Und das ist natürlich ärgerlich. Bisher haben sie richtig gut verteidigt. Und mit dem Spielstand von 5:1 geht es hier weiter. Lex. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Die Chance. Der ist noch heiß. Super Pass. Da ist die Szene vorbei. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Kein besonders guter Abschluss. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Marcel Bär. Da wäre jetzt Platz. Hereingabe auf den langen Pfosten. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Toller Pass, gute Aktion. Jetzt vielleicht. Latte, aber die Chance lebt noch. Könnte den Konter geben. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter wachsam sein. Das wird hier Ecke geben. Ecke kommt ins Zentrum. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Da ist die Hereingabe. Keine gute Hereingabe, Ballverlust. Das ist der Schlusspfiff. Am Ende bleibt es hier also beim Sieg der Gäste. So wollten sie das, so hatten sie sich das erhofft. Sieg im ersten Spiel und so kann es natürlich weiter. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.